bin schon seit Jahren mit meinen Eltern zusammen in Urlaub gefahren. Es ist ein Traum, Familienurlaub im jährlichen Rhythmus. Doch das Beste kommt erst, wenn man selbst nicht mehr mit muss. Meine Eltern waren skeptisch, da kann viel passieren, also wollten sie es erst mal ein Wochenende probieren. Für meine Mutter war ich ja noch immer der Kleine. Sie fragte zum Abschied, schaffst du es auch wirklich alleine? Aber natürlich, sprach ich, das ist gar keine Frage. Es ist nur ein Wochenende, nur ganze 3 Tage. Können wir dir noch was Gutes tun? Fragte sie vergnügt. Nein, danke. Dass ihr Fortfahrt genügt. So fuhren sie los zur romantischen Sause und ich blieb zum ersten Mal ganz alleine zu Hause. Die Mutter winkte noch aus dem Auto, die Gute, und dann waren sie weg. Endlich sturmfreie Bude. Und ganz klar habe ich die Sache sofort angeleiert und mit den Freunden eine zünftige Party gefeiert. Und für den Motzer am Bildschirm, der jetzt gleich wieder schnaubt, das war vor Corona und da war das erlaubt. Die Stimmung war bombig, bis zum Schluss wundervoll. Die Wohnung war dreckig, aber die Party war toll. Da konnte ich hinterher noch oft davon träumen und ich hatte es nicht eilig, das Haus aufzuräumen. Ich war auch mental selbst noch gar nicht so weit. Sie sind ja gestern erst weg, also war ja noch Zeit. Für meine Mutter war es klar und sie hat drauf gepocht. Für das ganze Wochenende hat sie für mich vorgekocht. Doch ihr glorreicher Plan hat dann doch nicht geklappt, denn auf der Party hatten ganz viele auch Hunger gehabt. Und so machten sie sich über die Leckereien schnell her. Die Party war toll, aber der Kühlschrank war leer. Tja, selber was kochen hat mich nicht angetörnt. Doch ich hab's dann versucht und ich hab ganz viel gelernt. Kochendes Wasser ist einfach, sag ich unter uns, denn das kann nicht anbrennen, das kann nur verdunsten. Wenn man Nudelwasser aufsetzt, geht man zum Zweck am besten nicht zocken, sonst ist das Wasser gleich weg. Und bei der Fertigschnellpizza ist das auch so ein Mist. Die wird hart und dunkel, wenn man sie im Ofen vergisst. So stellte ich dann fest nach menschlichem Ermessen, es ist gar nicht so schlimm, auch mal gar nichts zu essen. Das ging einen Tag, doch schon am zweiten, das war nichts. Trockene Nudeln sind halt besser als gar nichts. Dann war es schon Sonntag, bis jetzt hoffte ich drauf, vielleicht räumt sich ja alles von alleine mal auf. Doch es passierte kein Wunder, es ging auch nicht schneller, es waren ganz viele Gläser, Bestecke und Teller und da verfinsterte sich wirklich zunächst meine Miene. Aber wofür haben wir denn unsere Spülmaschine? Ich packte alles hinein und es konnte kaum mehr sein, das Ding anzuschalten kann ja auch nicht so schwer sein. Wie kriegen wir also die Teller jetzt blank? Die Mutter meinte, dazu steht alles im Schrank. Also schaute ich rein und ich dachte, ich hab's. Doch da war nur eine Flasche, aber gar keine Tabs. Und dann dachte ich logisch, ich brauche nicht weiter zu wühlen, denn wenn Spüli draufsteht, kann man damit auch spülen. Doch diese saublöde Idee, die hat mich geleimt. Es hat zwar gespült, aber auch mächtig geschäumt. Da quoll aus der Maschine ein Schaumberg hoch 3. Den Boden zu wischen war eine Plackerei. Nach 3 Stunden hatte ich den Schaden begrenzt. Aber hallo, der Boden hat super geglänzt. Womit wir beim Zeitpunkt der Rückkehr schon wären, also schnell aufräumen, saugen und wischen und kehren, mit dem riesigen Müllberg habe ich mich dann auch noch beeilt und den in den Tonnen der Nachbarn verteilt, damit die Eltern dann auch garantiert nichts bemerken. Das sind halt so Tricks, das sind meine Stärken. Ich schuftete trotzdem noch mit letzter Kraft und habe es tatsächlich noch pünktlich geschafft. Ja, die Eltern betraten dann skeptisch das Haus. Sie schauten sich um, sie fragten mich aus, hast du hier was gefeiert? Ich verstand gleich den Sinn, aber nein, ganz und gar nicht, wo denkt ihr denn hin? Und sie schauten erstaunt und sie konnten es kaum fassen. Wir wussten, wir können uns auf dich verlassen. Und dann flüsterte der Vater zur Mutter noch bloß, mit der Jugend von heute ist auch nichts mehr los. Hello.